Die Fertigungshalle einer modernen Fabrik. Die Arbeit, die hier anfällt, wird weitgehend von Maschinen erledigt. Menschliche Arbeitskräfte gibt es nur noch wenige. Ihre Aufgabe ist die Überwachung der computergesteuerten Produktion. Lange Zeit war das Fließband das Symbol für die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Der Arbeiter musste immer dieselben wenigen Handgriffe an immer derselben Stelle erledigen. Die monotone Arbeit erledigen heute Roboter. Die menschliche Arbeitskraft ist perfekt durch die künstliche Arbeitskraft ersetzt. Die Automatisierung der Arbeit findet heute in fast allen Industriebereichen statt. Ihre Kennzeichen: Mechanisierung der Arbeit, Ersetzen der menschlichen Arbeitskraft, Massenproduktion. Unsere moderne Arbeitswelt ist das Ergebnis einer der bedeutendsten Umwälzungen in der Geschichte der Arbeit. Der Übergang von der Handarbeit zur Maschinenarbeit. Er zog 18. Jahrhundert. Waldhuren trafen damals zusammen. Zum einen wurde die Handarbeit in bestimmten Bereichen, besonders in der Textilindustrie, mehr und mehr mechanisiert. Zum anderen wurde die menschliche Arbeitskraft in eben diesen Bereichen mehr und mehr durch eine neue, künstliche Arbeitskraft ersetzt, durch die Dampfmaschine. Beides zusammen, die Mechanisierung der Arbeit und der Siegeszug der Arbeitskraft-Dampfmaschine, bewirkten die industrielle Revolution. Sie veränderte die Welt hauptsächlich in drei Bereichen: im Bereich der Produktion, im Bereich des Transport- und Verkehrswesens und im Bereich des menschlichen Bewusstseins und Verhaltens. Wie sah es damit vor der industriellen Revolution aus? Jahrhundertelang verfügten die Menschen bei der Herstellung von Gütern hauptsächlich nur über einfache Werkzeuge oder Geräte und über natürliche Arbeitskräfte. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Handwerker. Bei der Feldarbeit benutzten die Bauern einfache Pflüge. Mit der eigenen Körperkraft drückten sie sie in die Erde, während die Zugbewegung mit Hilfe tierischer Arbeitskraft, dem Pferd, durchgeführt wurde. Auch im Handwerk, wie hier bei einem Stellmacher, waren die Werkzeuge noch einfach. Die Muskeln des Handwerkers waren die Arbeitskraft. Kein Wunder, dass bei diesen Arbeiten die Arbeitskraft rasch nachließ. War die natürliche Arbeitskraft erlahmt, ruhte die Arbeit. An eine Arbeit rund um die Uhr war nicht zu denken. Auch beim Personen- und Warentransport war man auf die natürliche Arbeitskraft angewiesen. Die einzige Antriebskraft, die den Menschen für Transporte und Reisen zu Land zur Verfügung stand, war die tierische, das Pferd. Auch diese Antriebskraft war nicht unbegrenzt nutzbar. Bei schlechten Straßen oder bei schweren Waren ermüdeten die Pferde rasch und mussten ausgetauscht werden. Immer wieder versuchte man deshalb, die tierische oder menschliche Arbeitskraft durch leistungsfähigere Antriebskräfte zu ersetzen.
zum Beispiel durch die Wasserkraft. Mit Hilfe von Wasserrädern ließ sich die Wasserkraft in mechanische Bewegung umsetzen, etwa in die Rotationsbewegung von Mühlsteinen, so wie bei dieser Getreidemühle. Sie konnte im Prinzip Tag und Nacht laufen und so große Mengen Korn zu Mehl verarbeiten. Dasselbe gilt für das mit Wasserkraft betriebene Sägewerk. Auch hier wurde eine Teilmechanisierung der Arbeit möglich. In größerem Stil gelang diese Teilmechanisierung der Arbeit aber erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und zwar in der englischen Textilindustrie. In England war die Textilindustrie einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Sie hatte ihren Hauptstandort auf dem Lande. Hier wurde der Rohstoff Wolle zunächst mit Hilfe einfacher Spindeln gesponnen. Auf Webstühlen verarbeitete man dann die Wollfäden zu Tuch. Das Weben war mühsam und setzte eine große manuelle Geschicklichkeit voraus. Dieses Verfahren wurde im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts wesentlich vereinfacht. Es war der Wollweber John Kay, der 1733 einen Webstuhl erfand, bei dem mehrere Handgriffe durch eine Mechanik ersetzt wurden. An die Stelle des Weberschiffchens, das mühsam von Hand durch die Fäden geführt werden musste, trat der sogenannte Schnellschütze. Er durchschoss die Fäden in einem Zug. Auf diese Weise ließen sich etwa doppelt so viele Stoffe wie zuvor herstellen. Kays Erfindung war Ausgangspunkt für die Mechanisierung der Arbeit im Textilgewerbe. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurden überall Maschinen entwickelt, die verschiedene Arbeitsgänge beim Spinnen und Weben mechanisierten und viele Handgriffe überflüssig machten. 1764 erfand James Hargreaves seine Spinning Jenny, die erste Spinnmaschine, mit der erstmals 8, bald sogar 16 Fäden zugleich gesponnen werden konnten. 1769 entwickelte Richard Arkwright eine Spinnmaschine, die den gesamten Spinnvorgang weitgehend mechanisierte. Anfänglich wurden diese neuartigen Maschinen durch natürliche Arbeitskraft angetrieben. Doch Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte auch bei der Antriebskraft eine Revolution. Der Engländer James Watt entwickelte die Dampfmaschine. Sie ersetzte alle bisherigen natürlichen Antriebskräfte durch eine ganz neue, eine künstliche Antriebskraft. Die Dampfmaschine ist wirklich eine geniale Erfindung und dabei ist ihr Funktionsprinzip denkbar einfach. Wasser wird durch Holz oder Kohlefeuer erhitzt. Der dabei entstehende Dampfdruck ist die neue Antriebskraft. Mit Hilfe von Schubstangen, Rädern und Reglern lässt sie sich für maschinelle Arbeit nutzen. So, wir haben hier eine Dampfmaschine vorbereitet, die ist vorgeheizt und ich werde jetzt mal versuchen, ob ich sie in Bewegung setzen kann. Werde ich dieses Ventil öffnen und da geht's schon los. Voilà, sie funktioniert. Watts Erfindung bedeutete eine Revolution. Mit der Dampfmaschine verfügte man erstmals über die Möglichkeit, die natürliche Antriebskraft durch eine künstlich-maschinelle Antriebskraft zu ersetzen. Und diese maschinelle Antriebskraft war der natürlichen Antriebskraft in vielerlei Hinsicht überlegen. War die natürliche Antriebskraft noch begrenzt,
ungleichmäßig und von großer Störanfälligkeit, so verfügte man mit der Dampfmaschine jetzt über eine unbegrenzte Antriebskraft, die gleichmäßig und von geringer Störanfälligkeit war. Bald fanden stationäre Dampfmaschinen ihren Einsatz in der Textilindustrie. 1789 wurden die ersten mechanischen Webstühle durch Dampfmaschinen angetrieben. Die maschinelle Produktionsweise ließ sich nun perfektionieren. Mit Hilfe der Dampfkraft konnte die Leistung der Spinnmaschinen um das 200-fache erhöht werden. Und mittels Dampfkraft betriebener Webstühle ließen sie schneller denn je qualitativ bessere Stoffe weben. Schließlich wurde es mit Hilfe der Mechanisierung der Arbeit und der Dampfmaschine als Antriebskraft prinzipiell möglich, Waren im großen Stil bei gleichbleibender Qualität rund um die Uhr produzieren zu können. Erste Textilfabriken entstanden, die Massenproduktion begann. Viele Tausende von Handspinnern und Handwebern gingen durch diese übermächtige Konkurrenz der Maschinenspinnereien und der mechanischen Webstühle wirtschaftlich zugrunde. In ihrer Not flüchteten sie in die Städte, um in den Spinnerei- und Webfabriken Arbeit zu finden. Auf diese Weise bildeten sich Ballungszentren der Textilindustrie heraus. So stieg in Manchester zum Beispiel die Einwohnerzahl von 17.000 im Jahre 1760 auf 180.000 im Jahre 1830. Das Entstehen von Fabriken und die neue Produktionsweise hatten aber nicht nur produktionstechnische und soziale Konsequenzen. Sie erforderten auch, dass die Menschen ihr Arbeitsverhalten und ihre ganze Lebensweise von Grund auf ändern mussten. Erstmals mussten die Menschen in riesigen Fabrikhallen arbeiten. Erstmals mussten Fabrikarbeiter Tag für Tag den Lärm ertragen, den die Maschinen erzeugten. Neben der neuen Arbeitsumgebung änderte sich aber auch das Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit grundlegend. Die Menschen in der maschinellen Fertigung arbeiteten nicht mehr mit ihrem eigenen Handwerkszeug zur Herstellung eines Produkts. Sie bedienten jetzt Maschinen. Dabei mussten sie nur noch die Arbeiten ausführen, die noch nicht mechanisiert waren. Es waren lediglich wenige Handgriffe, Teil der Maschinenarbeit. Und selbst diese wenigen Handgriffe verrichteten immer dieselben Arbeiten. Sie wurden gewissermaßen selbst mechanisiert. Die Arbeit an einer Spinnmaschine zum Beispiel reduzierte sich immer mehr darauf, gerissene Fäden anzudrehen oder Spulen abzunehmen und aufzustecken. Ähnlich war es bei der Webmaschine. Auch die Weber hatten nur noch gerissene Fäden anzuknoten oder Spulen auszuwechseln. Die Arbeit in der Fabrik wurde so zu einer monotonen, sich im Takt der Maschine wiederholenden Tätigkeit. Nicht mehr der Mensch, die Maschine bestimmte die Geschwindigkeit und den Rhythmus der Arbeit. Die Stechuhr wurde zum Symbol des Maschinenzeitalters und einer neuen Arbeitshaltung. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Disziplin. Das waren die neuen Tugenden, die von einem Fabrikarbeiter verlangt wurden. Das Maschinenzeitalter forderte also seinen Preis. Der Mensch musste lernen, seine Lebensweise den notwendigen technischen Bedingungen anzugleichen. Das heißt, er musste ein Stück weit selbst wie eine Maschine funktionieren. Andererseits schuf das Maschinenzeitalter zum ersten Mal die Möglichkeit, Güter in großem Stil, bei gleichbleibender Qualität und ohne große Arbeitspausen zu produzieren. Dieser Tonnetstuhl zum Beispiel, der heute als Original unbezahlbar ist und auf Sotheby's Auktionen Höchstpreise erzielt, ist das Beispiel für eines der ersten industriegefertigten Produkte. Die Textilmärkte wurden also größer, die Textilwaren billiger. Massenproduktion und Massenabsatz entstanden.
Auf dem Gebiet der Mechanisierung der Arbeit und dem Einsatz der neuen Antriebskraft-Dampfmaschine war England Vorreiter. Es wurde zum Mutterland der industriellen Revolution. Mit Verzögerung setzte sich die industrielle Revolution aber auch auf dem mitteleuropäischen Kontinent, speziell in Deutschland, durch. Vorreiter war aber hier nicht die Textilindustrie wie in England, sondern die Eisenindustrie und der Maschinenbau. Der Anstoß dazu kam allerdings auch aus England. 1814 stellt der Erfinder George Stephenson seine neueste Erfindung der Öffentlichkeit vor. Eine mobile Dampfmaschine, die Lokomotive. Und nur 7 Jahre später, im Jahre 1821, wird in England die erste öffentliche Eisenbahnstrecke eröffnet. In 1835 wird in Deutschland die erste Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth eingeweiht. Gesamtlänge 6 Kilometer. Damit begann die Revolution des Verkehrs- und Transportwesens. Bis zur Erfindung der Eisenbahn war die Landschaft ein natürliches Hindernis für die Bewegungsfreiheit der Menschen gewesen. Berge oder Schluchten zum Beispiel ließen sich nur schwer überwinden. Der Mensch musste sich diesen natürlichen Gegebenheiten wohl oder übel anpassen. Das änderte sich mit der Eisenbahn radikal. Damit die Eisenbahn überall fahren konnte, musste die Natur der Technik angepasst werden. Eisenbahntrassen wurden gebaut, Tunnels durchdrangen Berge. Und Eisenbahnbrücken überwanden natürliche Barrieren wie Schluchten oder Flüsse. Schließlich wurden ganze Landschaften verändert, um sie verkehrsgerecht zu gestalten. Mithilfe der Technik hatte der Mensch begonnen, den Raum zu beherrschen. Er ordnete die Natur seinen Bedürfnissen unter. Auf künstlichen Straßen beginnt der Mensch, den Raum so schnell wie nie zuvor zu durchqueren. Kein Wunder, dass sich damit auch das Bewusstsein der Menschen von Raum und Zeit änderte. 1843 schreibt der Schriftsteller Heinrich Heine: Wir merkten, dass unsere ganze Existenz in neue Gleise fortgerissen, fortgeschleudert wird. Es beginnt ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte. Und unsere Generation darf sich rühmen, dass sie dabei gewesen. Sogar die Elementarbegriffe von Raum und Zeit sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahn wird der Raum getötet. Der Raumtöter, das war diese neue kraftvolle Maschine. Sie schien unbegrenzt leistungsfähig und das verwirrte die Menschen. Ein englischer Reisender berichtet: Wenn wir in der alten Postkutsche saßen, brauchten wir zur Feststellung der Geschwindigkeit keinen Beleg, außer uns selbst. Die lebendige Erfahrung unserer Sinne ließ keinen Zweifel über unsere Geschwindigkeit zu. Wir hörten die Geschwindigkeit, wir sahen sie, wir spürten sie als Erregungszustand. Diese Geschwindigkeit war nicht das Produkt blinder und empfindungsloser Kräfte, die in keinem Einklang mit uns standen, sondern sie lebte in den feurigen Augen des edelsten Tieres, in seinen erweiterten Nüstern, seinem Muskelspiel, seinen donnernden Hufen. Beim Eisenbahnreisen ging die gewohnte sinnliche Erfahrung von Geschwindigkeit verloren und damit das Gefühl für räumliche Entfernung. Man fühlte sich wie eine abgeschossene Gewehrkugel, die durch den Raum katapultiert wird. Die Geschwindigkeit des neuen Verkehrsmittels führte zu völlig neuen Sinneswahrnehmungen. So berichtet ein Eisenbahnreisender über seinen Blick aus dem Zugabteil: Die Blumen am Feldrain sind keine Blumen mehr, sondern Farbflecke. Oder vielmehr rote und weiße Streifen. Es gibt keine Punkte mehr, alles wird Streifen. Die Getreidefelder werden zu langen gelben Strähnen, die Kleefelder erscheinen wie lange grüne Zöpfe. Der Blick aus einem fahrenden Zug.
Das waren Sinneseindrücke, an die man sich erst gewöhnen musste. Vor den Augen des Eisenbahnreisenden eilten Landschaften, Dörfer und Städte vorbei. Man musste sich an die neuen Geräusche gewöhnen, an das Schlagen der Schienenschwellen, das Zischen der Lokomotiven, das Schaukeln der Waggons. Geräusche und Bewegungen, die anfangs Angst machten. Das neue Verkehrsmittel bewirkte aber nicht nur eine Änderung im Bereich der Sinneswahrnehmungen. Es beschleunigte auch den Austausch von Waren und Meinungen. Menschen und Waren konnten nun schneller, sicherer und pünktlicher als jemals zuvor transportiert werden. Und mit der Ausweitung des Eisenbahnnetzes konnten sämtliche Waren überall hin verschickt werden. Ich muss noch mit in den Zug nach Würstein. Damit waren bestimmte Produkte nicht mehr regional gebunden. Aber auch die Menschen verloren ihre Bodenständigkeit. Sie konnten nun einfach und bequem und in großer Zahl auf Reisen gehen. Aus heutiger Sicht mutet die Betriebsamkeit auf den damaligen Bahnhöfen eher gemütlich an. Für die Menschen damals verband sich mit dem Gedanken an eine Eisenbahnreise die Vorstellung von allergrößter Hektik. Sie hatten das Gefühl, auf die Minute genau funktionieren zu müssen. Und dieses Gefühl war nicht falsch, denn aufgrund der geringen Störanfälligkeit der Eisenbahn war es möglich geworden, die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge exakt berechnen zu können. Fahrpläne entstanden, die absolut verbindlich waren. Auch die Eisenbahn trug somit dazu bei, dass die Menschen zur Pünktlichkeit und zur Disziplin erzogen wurden. Durch die Eisenbahn rückten Menschen, Städte und Länder immer näher zusammen. Aus einer jahrhundertelang weitgehend statischen wurde eine mobile Gesellschaft. Schon 1860 schrieb eine Reisende: Es ist wunderbar, im Verlauf einer Reise festzustellen, wie der Geist sich weitet, der Wissensdurst erwacht, das Verlangen nach Büchern rege wird und diese eifrig gelesen werden. Und wie zahlreiche weitere unbeschreibliche Einflüsse glücklichster und wohltuendster Art sich bemerkbar machen. Wurden in der Zeit zwischen 1840 und 1850 nur 6044 Kilometer Schienen gebaut, so verdreifachte sich diese Zahl bis 1870. Schließlich umfasste die Vernetzung Deutschlands mit Eisenbahnschienen zu Beginn des Ersten Weltkriegs 65.000 Kilometer. Die Verzehnfachung des Eisenbahnnetzes innerhalb von 60 Jahren war möglich geworden, weil in den Fabriken mehr und mehr Dampfmaschinen die menschliche Arbeitskraft unterstützten. Im Zuge des Eisenbahnbaus erlebten die Eisen- und Stahlindustrie wie der Maschinenbau einen lebhaften Aufschwung. Die Eisenbahn wurde in Deutschland zum Motor der industriellen Revolution. Die Nachfrage nach Lokomotiven regte den Maschinenbau an. Firmengründungen waren die Folge. 1837 zum Beispiel gründete Johann Karl Friedrich August Borsig in Berlin eine Maschinenbauanstalt und Eisengießerei. Gab es anfangs nur wenige kleine Fabrikgebäude, so weitete sich die Maschinenbauanstalt innerhalb von 10 Jahren zu einem Großunternehmen aus. Ebenfalls 1837 gründete Johann Friedrich Klett in Nürnberg seine Maschinenfabriken. In ihnen wurden hauptsächlich Eisenbahnwaggons hergestellt. Und ebenfalls im Jahre 1837 war es Josef Anton von Maffei, der in München eine Maschinenfabrik gründete. Mit dem ständig wachsenden Bedarf an Lokomotiven und Eisenbahnschienen erlebte die Eisen- und Stahlindustrie eine erste Blütezeit. In den Reviergebieten Oberschlesiens, des Ruhrgebietes, an der Saar und im Aachen-Dürener Raum entstanden bedeutende Schwerindustrien. Das Schienenwalzwerk der Fabrik Eberhard Hösch in Lendersdorf bei Düren, das 1837 erstmals Schienen für die Rheinische Eisenbahn lieferte.
Das Puddel- und Walzwerk von Remy in Alf an der Mosel, das 1839 Schienen für die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn herstellte. Schließlich die Gute-Hoffnungshütte in Oberhausen, die sich in den Jahren 1839-40 auf das Schienenwalzen spezialisierte. Der beschleunigte Ausbau des Eisenbahnnetzes in Deutschland ließ die Eisenproduktion und den Maschinenbau um das Siebenfache ansteigen. Neben der Eisen- und Stahlindustrie wuchsen die Reviere, denn Steinkohle verdrängte das Holz und wurde das neue Brennmaterial. Das wurde auch dadurch möglich, dass jetzt mit Hilfe der Eisenbahn die Steinkohle überall hin transportiert werden konnte. Gerade im Gütertransport war die Eisenbahn allen herkömmlichen Transportmitteln überlegen. Mit ihr konnten Güter aller Art schnell, sicher und preisgünstig transportiert werden. Darüber hinaus erschloss die Eisenbahn auch ländliche Gebiete der Industrialisierung. Das hatte zur Folge, dass die Auswahl von Industriestandorten flexibler gehandhabt werden konnte. Die industrielle Revolution führte also zu einer Kettenreaktion. Nahezu alle wirtschaftlichen und sozialen Bereiche wurden von ihr erfasst. An ihrem Anfang standen die Mechanisierung der Arbeit und die Ersetzung der natürlichen Arbeitskraft durch eine künstliche Arbeitskraft. Diese Veränderungen führten zur maschinellen Produktionsweise und sie machte die Massenproduktion von Gütern möglich. Außerdem entstand eine neue Form der Beschäftigung, die Fabrikarbeit. Das neue Werkzeug Maschine zwingt den Menschen zu einer neuen Arbeitshaltung. Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Disziplin und Zuverlässigkeit entstanden. Die Eisenbahn wurde erfunden und mit ihr ein schnelles und billiges System des Waren- und Personentransports. Ihr rascher Ausbau brachte die Eisen- und Stahlindustrie und den Bergbau auf Hochtouren. Und sie veränderte das Verhalten und Bewusstsein der Menschen. Durch den technologischen Fortschritt verkehrte sich das Verhältnis des Menschen zur Natur. Der Mensch begann, erstmals in seiner Geschichte, die Natur in großem Stil der Technik anzupassen. Er formte seine natürliche Umwelt mehr und mehr zu einer künstlichen um. Die Folgen dieses Umwandlungsprozesses kommen uns erst heute nach und nach zum Bewusstsein.